So Leute, jetzt haben wir uns gedacht, wir haben euch jetzt viel von der Light and Building gezeigt. Für einige von euch wird das vielleicht relevant sein beim Bau, wenn ihr dann baut, mit wem und wie ihr das auch immer macht. Und ja, Michael, du hast ja so die Idee gebracht, mal zu sagen, was waren denn so die Highlights aus unserer Sicht? Highlight muss ich sagen, Multiroom Audio. Wer hätte es gedacht? Finde ich ganz cool. Von der Umsetzung, auch von die Clients, sage ich mal, dass man die, ja, seine Playlisten oder was auch immer einfach von Raum zu Raum im Haus mitnehmen kann. Und dann natürlich die Bedienung von dem System, dass das eigentlich immer wieder nahtloser mit in die Schalterwelt rückt. Das heißt, auf der einen Taste kann ich mein Licht schalten, auf der anderen schalte ich mein Track weiter oder verändere die Lautstärke. Oder ich komme mit einem Präsenzmelder in den Raum und der aktiviert gleich eine Szene oder Musik, je nachdem, wie man es natürlich dann sich wünscht. Also ich sehe natürlich, also mein Highlight war also das Thema G1 und X1 und Türkommunikation, dass ich halt mit dem Gira G1 jetzt sehe, wer an der Tür steht. Ja. Finde ich ganz, haben wir eigentlich schon vorm Jahr oder sowas, haben wir das schon vorausgesagt. Ne? Also ich erinnere mich zumindest, dass wir das schon gesehen haben und dass ich gleichzeitig auch den Gira G1, nur ihr erinnert euch, das ist ein kleiner Touchscreen, eigentlich muss man sagen Touchscreen im Format des iPhone 8 Plus, 7 Plus, 6 Plus. Ne? So ein Display, ja genau. Genau, von der Größe her. Dass das für den X1 ein Client sein kann. Also wenn ihr den X1 als Server habt, fungiert dann der G1 als Client. Also finde ich ganz toll. Ja. Bisher war das ja nicht so. Ja. Und das einfach durch ein Firmware-Update das Ganze so funktioniert. Und ja, ich finde, wer steht vor der Tür? Das war so, wenn man sagen kann, mein Highlight immer wieder mit dem Blick für euch, wenn ihr baut. Ja, bei dir war es Multiroom. Ja. Was haben wir noch so gesehen? Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wo wir sind, wir sitzen jetzt hier an einer Raststätte und wir haben gesagt, wir nehmen jetzt den Beitrag noch auf, weil wenn es dann zu spät ist, dann habt ihr auch nichts mehr davon. Ja, genau. Bisschen die ganze Geschichte Revue passieren lassen. Ja, schönen Ausklang. Es war eine schöne Messe, muss man sagen. Ne? Also man sieht auch, dass deutlich jetzt die Bewegung in Richtung Smart Home geht. Es ist jetzt nicht dieser Boom-Knall, sondern es geht kontinuierlich. Man sieht einfach, der Markt entwickelt sich ganz stark dahin. Ja, ich wollte gerade sagen, also wie ich eingangs schon gesagt habe, die Hersteller, die da schon ein bisschen den Fokus drauf gesetzt haben, auf die Smart Home-Geschichte, die haben eigentlich schon schöne Lösungen präsentiert. Also die haben schon das wahrgenommen und haben auch gesehen, dass noch Verbesserungspotenzial ist zum vernetzten Gebäude. Also das war schon. Ist natürlich auch so, wenn ihr jetzt mal, wenn man einfach mal auf die Light and Building, die Messe, die weltgrößte Messe, ne, alle 2 Jahre findet sie statt, da muss man schon sagen, ist natürlich auch viel so Gewerbe und Zweckbau. Ne, die ist einfach, das ist keine private Einfamilien-Quartiersbau-Messe, also die keine Zielgruppe jetzt unbedingt für den Privatkunden. Aber ist es viel dabei gewesen. Ne? Fand ich jetzt. Und was man natürlich auch sagen muss, das ist mir heute früh aufgefallen, das wird immer komplexer, das Thema. Ne? Es gibt, die Vielfalt scheint noch mehr zuzunehmen. Ja, es bringt ja jeder Hersteller wieder seine Produkte, aber die sind dann nicht unbedingt vernetzt. Also so war meine Wahrnehmung. Ja. Und dann gibt es viele Insellösungen. Ja. Und eigentlich das, was wir immer schon so kommuniziert haben, dass halt im Neubau auf Kabel gesetzt wird, ne? Ganz klar. Ja. Und ja, in der Nachrüstung oder im Umbau, wenn ich einen Altbau saniere und ich will jetzt nicht irgendwie neue Kabel verlegen, das, klar, kann ich dann Funk machen, ne? Aber dann ist wahrscheinlich die Lösung, dann auf die Stromleitung zu setzen. Ja. Also das vielleicht für euch nochmal nach dieser Messe, wo eigentlich viele Themen da gezeigt werden bei verschiedenen Herstellern, dass halt im Neubau, wenn ich gewisse Ansprüche habe, ne, und skalierbar sein will, und dass ich Upgrades einfügen will, ich am Bussystem nicht vorbeikomme.
Nee, es müssen ja irgendwie die Daten von einer Steuerzentrale oder von was auch immer, es muss ja irgendwas die Logik, sage ich mal, verknüpfen. Da wird es dezentral eh schon schwierig. Aber es muss ja irgendwie die Daten, die müssen ja vom Aktor zum Schalter und wieder umgekehrt. Also da brauche ich definitiv eine smarte Infrastruktur, die den Datenfluss überhaupt ermöglicht. Da führt eigentlich meines Erachtens gar kein Weg dran vorbei. Ja, und ich finde auch, das hat jetzt die Messe auch gezeigt, dass in diese Richtung geht es auch weiter. Ne? Und die Leute, die jetzt neu bauen, sind gut beraten, dass sie halt mit kabelgebundenen Systemen arbeiten. Haben wir schon oft genug gesagt. Ja. Ne? Aber, nein, es ist definitiv. Das hat sich auch wieder gezeigt. Ich sage mal, das System hat Zukunft. Ich bin flexibel, was Updates angeht. Und ich habe halt eigentlich schon speziell für den Anwendungsfall, ich sag's jetzt mal, eine Datenleitung geschaffen. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, schon wieder weiter, ne, weil sonst der nächste Tag kommt. Genau. Und also die Musik hier, die kann man nicht abschalten, ne? Ist leider kein Multiroom-System. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann die Glocke, nee, nicht die Glocke drücken. Das ist ein anderer Knopf. Also das ist jetzt wirklich schon die späte Stunde. Auf jeden Fall Daumen hoch. Daumen hoch. Abonnieren. Glocke drücken. Und wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt, freuen wir uns genauso. Bis zum nächsten Beitrag. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.